Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crime Scene Cleaner. Ja, einige von euch haben sicher die Demo gesehen, die wir damals gespielt haben. Ist jetzt auch, glaube ich, schon 2-3 Monate her oder so. Vom Sommer oder Anfang vom Sommer, meine ich, ist das gewesen. Und das Spiel ist jetzt endlich released worden vor einigen Tagen und ich kann es nun endlich aufnehmen und mit euch teilen. Allerdings, ich habe schon mal geguckt, also da ja auch kein Laden und so weiter steht, gehe ich davon aus, dass man leider nicht seinen alten Spielstand übernehmen kann. Deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal von vorne anfangen. Falls das in der Demo tatsächlich das erste Kapitel gewesen ist, dann entschuldigt bitte, wenn sich das Ganze hier ein bisschen wiederholt. Dann mache ich da so ein persönliches Erlebnis raus, ob ich das denn jetzt eventuell schneller hinkriege, als ich es beim ersten Mal hinbekommen habe. Ich weiß allerdings überhaupt nicht mal, wofür die Tasten waren und alles. Ich habe mir das schon mal hier bereitgelegt zum Aufschreiben für alle Fälle. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten ein neues Spiel. President Studio presents. You can work hard through your whole life, but sometimes even that's not enough. When a person struggles to make ends meet, it's easy to become desperate. As it turns out, one short call can hold the power to change it all. But the question is, should you really take it? Mr. Kowalski, fucked up. I'm here. I'm not. Sorry. I needed to bail. I have to be cautious. Are you serious? We had a deal. Just go to apartment 23. I hid the key near the door. You won't miss it. Money is inside. Bye. Son of a... Is that how you raised your son, Paul? Okay, zum Apartment 23. Wenn ich jetzt wüsste, was davon tatsächlich der Eingang ist. Drücken Sie T, um den Codex-Eintrag zu sehen. Oha, befinden wir uns hier jetzt bei Saw? Ich hoffe nicht. Ich glaube, die Demo hat aber nicht so angefangen, ne? Die Demo hat mit einem Anruf angefangen, aber nicht mit einem Apartment, soweit ich mich erinnere. Oh, können wir hier drüber? Ja. The key should be here somewhere. Ist das jetzt die Eingangstür oder was? Das ist hier so... Hebe auf. You are required to vacate the building within... Ach so, in 90 Tagen müssen die raus sein. Ja, anscheinend sind die aber schon draußen, so wie das hier aussieht. So, der Schlüssel ist irgendwo in der Nähe der Tür. Hier ist Wasser. Hier ist wieder ein... Ja, ich kann es nicht nehmen. Jetzt. Schlüssel. So that's where he put it. Okay, die Sprache ist aber, finde ich, ziemlich leise. Ich guck mal eben, ob man die noch ein bisschen lauter stellen kann. So, mal schauen, ob es jetzt ein bisschen lauter wird, wenn er redet. An den hirnlosen Idioten, der hier lebt. Ich habe die Nase voll von dir. Voll von dieser Hippie-Musik auf jede einzelne Nacht. Voll von all deinen zwielichtigen Freunden, die an deine Tür klopfen und Dinge laut im Flur besprechen. Du machst mein Leben zur Hölle. Yeah, it was a pretty tough neighborhood from what I see. Ist es ein bisschen lauter? Ich bin mir nicht sicher. I'm in. Händlerwohnung. Okay. Ich bin drin. Ja, aber was bringt uns das jetzt? Nettes Bild nebenbei bemerkt. Schlüssel zur Wohnung 23. Habe ich doch schon, hä? Oh.
Blutige Fußspuren. Ah, ich habe aber doch gar keinen... Wische das ganze Blut auf? Ja, wie mache ich das? Also mit Tab war das. Oder fängt der jetzt doch in dem nächsten an? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt. This is how we do it. Wasche deinen ersten Blutfleck ab. Ja, zumindest die Errungenschaften habe ich ja vorher nicht gehabt. Ich bin mir nicht sicher. Also das hat ja ganz anders angefangen in der Demo. Hm. Ich bin da jetzt tatsächlich ein bisschen überfragt. Oder ob der das vielleicht doch irgendwie registriert hat, dass wir das erste gemacht haben. Jetzt ist da Blut drin, oder was? Oh, wie ging das jetzt nochmal? Ich habe das jetzt alles natürlich nicht mehr im Kopf. Das ist viel zu lange her. So, das nehmen wir mal eben. Dann müssen wir das mal eben ein bisschen sauber machen hier. So richtig sauber macht das aber nicht. Na gut. Wir haben ja auch noch diesen... Hochdruckreiniger gehabt, ne, mit dem wir arbeiten konnten. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Ding hier überhaupt vorher schon mal gearbeitet hatte. Drücken Sie T, um den Codex-Eintrag zu sehen. Manchmal erscheint ein Faustsymbol, dass man es zerbrechen muss. Ja, ja, das kennen wir ja alles. Blutflecken waschen, aufheben und werfen, Mob-Eimer und so weiter und so fort. Wie kann ich den Schwamm nochmal nehmen? War das der Schwamm? Ja. Ich denke mal, dass der jetzt hier vielleicht besser ist. So, wir haben gerade mal 12% des Blutes weggewischt. Oha. Okay, will ich wissen, wie es da hinten aussieht? Nein, ich glaube, ich wollte es nicht wissen. Gut, nehmen wir den Schwamm. Oh, fuck. I didn't know I signed up for this. Ist jetzt auch wieder relativ dreckig hier, das Ding. So, hier sieht es aber eigentlich ganz gut aus auf der Seite. Da müsste man gleich nochmal mit der Hand nachhelfen. So. Ich bin mal gespannt. Also ob das jetzt irgendwie vielleicht noch vor dem Teil kommt, was wir jetzt in der Demo gesehen haben. Weil das jetzt so komplett ohne Einführung ist, wundert mich das halt nur. Oder ob das tatsächlich von der Demo angenommen worden ist. Ich glaube, der ist schon wieder sehr, sehr dreckig. Ob das von der Demo her angenommen worden ist, dass wir das erste gemacht haben und das jetzt quasi das zweite wäre. Also da bin ich jetzt natürlich überfragt. Weil ich nicht weiß, wie das Original sonst hätte aussehen sollen. Hauen wir einfach alles um. Ja, ja, ist gut. Moment, ich muss mal... Oh, 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 das ist nicht gut. Das sind meine Fußspuren. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Die machen wir direkt mal weg. Das Problem ist, ich mache jetzt immer wieder neue, oder nicht? Wenn ich jetzt hier durchlaufe. Hier habe ich auch welche gemacht. Hä, wieso habe ich hier schon welche gemacht? Oder ist gerade noch jemand Neues hier reingekommen? Ich mach mal die Tür zu, damit hier kein anderer reinkommt. Das war ich jetzt gerade wahrscheinlich. Ein bisschen komisch ist es ja schon. Hm. Gut, wir machen hier erstmal alles sauber, damit wir hier unter Umständen da ist eine Tasse, die könnten wir mal eben... Na, die will ich ja gar nicht sauber machen, Moment. Ja. Ja, ja, ja. Lass mich doch mal hier drauf drücken. War das Ding schon sauber? Nee, das war nämlich dreckig, ne? So, Hände frei ist die 1. Muss ich in der Mitte drauf drücken, okay. Kann ich das Ding nämlich hier draufstellen? Was ist das denn hier? Ich weiß... Ah, war das 100 Dollar? Ich dachte, das wären jetzt Drogen oder so. Aber okay, kein Thema. Nehmen wir alles mit. Keep your teeth clean.
Und das neben der Dusche. Das ist immer die perfekte Art und Weise, sowas aufzuhängen. Okay, Haare oder so. Ich hoffe mal nicht, dass da irgendwas drin ist. Hebe auf. Kann ich aber nicht angucken, was das ist. Irgendwas Pharmazeutisches auf jeden Fall. Ich höre. Dein Ernst jetzt? Ich wollte es gerade aufheben, du Idiot. Eigentlich wollte ich sagen, ich höre was. Aber vielen Dank dafür, dass du mir hier alles kaputt machst. So, das stellen wir schon mal hier hin. Dann müssen wir das natürlich erstmal wieder sauber machen hier. Ich hoffe, dass ich jetzt hier keine neuen Fußspuren hinterlasse. Manchmal ist es echt schlimm. Da kann man nichts machen. So, interagiere. Nichts vom Wert. Das könnte man vielleicht mitnehmen. So ein bisschen umsehen muss man sich ja auch mal, ne? Na gut, da scheint nichts drunter zu sein und nichts drin zu sein. Das konnten wir eben schon nicht öffnen. Die können wir aber öffnen. Jetzt habe ich schon wieder neue Blutflecken da drin. Das ist doch nicht normal. Och, Leute. Vielleicht muss ich einen Teppich hier wieder sauber machen. Gehört das auch noch dazu hier? Oder ist das einfach nur Dreck? Ich glaube, das ist einfach nur Dreck, ne? Da ist nichts drin. Ja, die Sachen können wir offenbar auch nicht benutzen. Na gut. Hier ist doch kein Dreck. Wo kann ich denn hier durchgelaufen sein? Oder ist das, weil meine Schuhe generell noch so ein bisschen blutig jetzt waren. Ich weiß es nicht. Das war eigentlich auch dreckig. I need to talk to you. Can't we just do it over the phone? No, we can't. Stop sneaking around and drag your ass over here. Easy, bro. I am on my way. I'm waiting. Now one of them is dead and the other one is screwed. Ja, nehmen wir mal mit, würde ich sagen, ne? So, das können wir drehen. Wieso nimmt er das nicht an? Achso, weil es so rum muss. Okay, da hinten haben wir noch welche. Die müssten wir dann aber erstmal ein bisschen sauber machen hier. Aber was ist mit den Grünen? Die gehören doch nicht... Ach, die gehören wahrscheinlich zu den Stühlen, oder? Nehme ich mal an. Jetzt habe ich allerdings noch ein anderes Problem. Und zwar weiß ich jetzt nicht, Eimer und Wasser. Wo ist denn mein Hochdruckreinigungsgerät? Oder fangen wir hier wirklich komplett von vorne an? Das kann natürlich sein. Das ist nur so, man wird hier so komplett reingeworfen und in der Demo war, glaube ich, erst dieses Video. Boah, schon wieder. Da war nämlich erst dieses Video, wodurch das alles so ein bisschen erklärt worden ist letztendlich. Also erklärt, ne? Aber wo wir den Auftrag bekommen haben und so. Was ich ziemlich gut fand, dass sie das so gemacht haben. Und jetzt fangen wir halt, wir werden so direkt... Ne, reingeworfen. Deswegen vermute ich, dass wir jetzt nach der Demo spielen. Aber ich weiß es halt nicht. Jetzt sag mir nicht, dass es schon wieder voll. Och, das ist nervig. Du willst mich doch verarschen? Warum wird der immer umgeworfen? Sobald das... Also, sobald der voll ist mit dem Blut und so, wird das Ding umgeworfen. Das ist doch nicht normal. So, machen wir erstmal sauber. Müssen wir hier auch wieder sauber machen. So. Dann. Machen wir den hier am besten weiter. Ich hoffe, dass ich dadurch nichts kaputt mache, wenn ich das so mache.
Okay. Ich glaube, ich muss das zweimal machen, ne? War nämlich jetzt die ganze Zeit dieser Blutstropfen unten in der Ecke links. Wenn ich das einmal mache... Nee, jetzt ist der Blutstropfen gar nicht mehr drin, hä? Okay. Ganz verstehen tue ich es jetzt nicht. Aber egal. Tab 7, um Reinigungsmittel zu verwenden. Reiniger Sinn ist Q. Ah, das war Q. Das muss ich mir mal schnell aufschreiben. Weil ich habe den Epi nämlich auch ein bisschen angefixt. Und er hat sich das Spiel jetzt auch geholt. Und der hat die ganze Zeit nämlich danach gesucht, was das für eine Taste war. Und ich konnte es ihm auch nicht mehr sagen, weil es halt so lange her war mit der Demo. Ist ja jetzt mittlerweile schon eine ganze Weile her. Okay. Frage ist, komme ich da? Doch, komme ich ran. Ich bin zwar eigentlich viel kleiner, aber ich komme von unten vom Boden ran. Das ist immer gut. Nein. Setzt du den wieder hin? So. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir nicht. Vielleicht von... Oh nee, komm. Jetzt fangen wir hier nicht wieder mit Blutspuren an. Ich bin hier nirgendwo reingetreten. Dein Ernst? Jetzt muss ich hier hüpfen? Eieieiei. Aber gut, ich gebe alles, um meine Kunden zufriedenzustellen. Das definitiv. Da oben ist jetzt auch alles sauber. Ach, komm. Das ist doch nicht dein Ernst. Du stehst noch nicht mal ansatzweise in der Nähe. Also, halt, nein. Also, ist doch schon fertig, okay. Du stehst doch nicht mal ansatzweise in der Nähe, aber Hauptsache, es wird dann umgeworfen. Das finde ich ein bisschen, naja. Okay, machen wir das mal kurz sauber. So, dann können wir jetzt als erstes die Bilder mal eben zurechthängen. Das ist auch ein bisschen schief. Ja, ne? Schlimm sowas. Da oben ist noch eine kleine Ecke. Gitarre nach da unten. Okay, machen wir erstmal nicht zu nah ran, sonst funktioniert das wieder nicht. Dann wird es wieder umgeworfen. So, das heben wir erstmal auf. Und der sollte das eigentlich richtig reinmachen, wollte er gerade noch nicht. Gut, dann das dahin. Den wieder aufstellen. Den habe ich gerade hier gesehen. Zack. Cool. Hier? Hier. Da ist auch das Ding, wobei das nicht aussieht, als ob das... Ne, da ist kein Blut dran, okay. Oder ist aber noch Blut auf dem Boden? Wieso ist da noch Blut auf dem Boden? Vielleicht habe ich auch dadurch tatsächlich... Ich weiß gerade nicht, wo das genau gewesen ist. Vielleicht habe ich auch dadurch tatsächlich eben die Blutspuren hinterlassen. Das kann auch sein. So, war das irgendwo hier in der Ecke? Da war es, aber... Doch, jetzt können wir es hinstellen. Nein, och, ich wollte doch nur Q drücken. Ich wollte doch gar nicht... Da fehlt noch ein Stuhl. Aber da können wir auf jeden Fall schon mal die Dinger hinmachen. Okay. Hallo? So. Das ist dann der Stuhl hier. Hallo? Nimm den mit. Setz den da hin. So. Sehr schön. Nein, nicht mit Q. Mit E. So. Wenn man denn die falschen Tasten drückt, das ist nicht so günstig. Den ganzen Kram hier brauchen wir nicht. Was ist das denn? At this point, might as well sell some drugs on the side. Ja, kein Thema. Stehlen wir einfach die Drogen, damit wir sie verkaufen können, wenn wir schon kein weiteres Geld hier finden. That guy was clearly missing a screw.
Overcoming aggression. How to deal with your violent urges. Ach du Scheiße, okay. Ich wollte gerade sagen, aber das, was ich gerade hier sehe, das ist von meinem Bildschirm. Zigaretten verkauft er nicht, na, aber Drogen verkauft er. Ja gut, ich muss dazu sagen, die Gewinnspanne, denke ich mir mal, ist bei Drogen auch um einiges höher als bei Zigaretten. Okay, dann ist der Raum schon mal fast clear. Da ist noch Blut drin, das ist klar, aber was war hier? Ist da Blut dran? Das ist hier blau. Mal gucken. Ach ja, da unten, das ist Blut, ne? Ah, okay. Manche kann man wirklich leicht übersehen, muss ich zugeben. Manche Stellen. I should use a sponge. Ja, ja. Aber erst für gleich. Noch nicht für hier draußen. Die Sachen sind eh kaputt, Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. So. Ja, aber zumindest schon mal das Grobe. Den haben wir schon sauber gemacht, okay. Warum auch immer auf Teppichen der so viel besser ist. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass dieser größere besser ist, aber... Gut, wahrscheinlich Erfahrungssache von Serial Cleaners, ne? So, da haben wir schon mal alles weg. Da stehen... Moment, da... Ach so, das sind die Beweismittel, oder? Kann ich hier jetzt rauflaufen? He kicked the habit himself, but hasn't stopped pushing the product. Okay. Warum kann ich, wie kann ich den Müll denn überhaupt nochmal machen? Moment, das fehlt mir, glaube ich, drüben, ne? Ja, genau, das war der letzte, der mir fehlte. Das heißt, hier müsste eigentlich jetzt alles clean sein. Wenn ich das Ding nicht umwerfe, dann kann ich das auch mit nach hier nehmen. So. Dann einmal wieder Schwämmchen. Alter, und ich hab's gerade noch gesagt, ne? Ich hasse euch. Also nicht euch, sondern die Entwickler, Mann, dass man das so schnell umwerfen kann. Das ist doch bescheuert. Vor allen Dingen, wenn man gar nicht so richtig in der Nähe ist. Das nervt mich so ein bisschen. Na gut, Moment. Nee, es war rechts schlagen. Underestimate Dad's strength. Ja, die Frage ist nur. Jetzt ist es unten. Die Frage ist nur. Wie komme ich jetzt da raus? Oder kann ich da überhaupt irgendetwas machen? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. So, das stellen wir jetzt erstmal hier in den Raum, wo ich jetzt eigentlich nicht direkt alles umwerfen sollte. Hier ist kein Zeugs mehr drin. Achso, da war ja gar nichts. Moment. Es waren keine Drogen hier, oder? Kann ich aber trotzdem stehlen. Okay, dann... Ja, natürlich. Schön von weit weg machen. So, der Teppich sollte aber jetzt gut gereinigt sein. Hier oben, denke ich. Oder ist das hier auch noch? Nee, ne? Das ist kein Blut mehr. Oh, wie viele komische Bons hat der hier rumstehen? Ich kenne mich da ja null mit aus, aber ich weiß ja schon, wie die Dinger aussehen zumindest. Das einmal aufstellen. Zack. Genau.
So, das sieht gut aus. Müsste wahrscheinlich irgendwo... Irgendwo hier? Ach, am Eingang ist auch noch was? Dann stelle ich sie erstmal hier unten hin. Yet no fun was had. Pat, ich könnte heute Abend spät kommen. Sorry. Katie, warum? Hast du ein Date oder so? Pat, nein, ich werde nur etwas Gras kaufen und Spaß haben. Katie, in Ordnung. Bis morgen. Pat. Ja, okay. Karten. Warum hat der überall nicht geöffnete Päckchen drin? Sind das alles Drogen oder was? Ich meine, ich hätte sie ja vielleicht geöffnet und mal nachgeguckt, ne, wenn ich schon Drogen verkaufen würde. Aber na gut. Hier oben, das kann man nicht öffnen, so wie es aussieht. Da hinten, genau, da war der Fleck. Den machen wir doch noch schnell weg. Da unten ist noch einer, unterm Tisch ist noch was und an der Scheibe irgendwie. Wo war der denn jetzt hier? Habe ich erst da unten. Die stand in der Mitte. Aber sonst habe ich jetzt gerade zumindest nichts mehr gesehen. Moment. Ne, es war nicht die Mitte, aber es war auf jeden Fall hier auf dem Tisch drauf. So. Dann war ich hier an der Scheibe, war noch was, aber das ist von hinten. Ja, mein Problem ist jetzt ehrlich gesagt, dass ich gerade gar nicht weiß, wie ich den Müll überhaupt einsammeln kann. Weil es, wie gesagt, schon eine ganze Weile her ist, dass wir überhaupt sowas gemacht haben hier. Step to death. Allegedly in self-defense. Angeblich, ne? Okay. Irgendwo. Ist doch von hier gewesen? Oder ist das jetzt weg? Bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wie ich den Körper jetzt überhaupt da... Also, den Körper transportieren. Ja, oh, nicht umwerfen, bitte. Transportieren kann ich ihn schon. Das wäre auch alles soweit okay. Nur wie gesagt, ich brauche Müllbeutel. Und ich habe null Plan, wie ich das jetzt machen konnte. Weil es halt, wie gesagt, schon eine ganze Weile her ist, ne? Da müssen wir gleich mal gucken. Entweder muss ich da tatsächlich mal bei den Keys gucken. Also bei den Einstellungen, ob da irgendwas draufsteht. So. Okay, da hinten ist es auch nochmal dreckig. Stellen wir das mal zurück. Darum kümmern wir uns dann als letztes. Und das ist halt nur die Leiche und so weiter. Aber ansonsten... Hebe auf, schlage. Ich nehme an, dass das wahrscheinlich weggeräumt werden soll, aber... Da ist nichts Besonderes. Ja, kein Thema. Natürlich. Wenn ich mal was auf den Tisch drauflegen will, ne? I know a guy who might help me with it. Also, um das nur noch mal eben kurz zu sagen, weil uns das jetzt hier so ein bisschen verwehrt wurde. Wie gesagt, ich weiß nicht warum. Ich denke mal, weil wir die Demo gespielt haben. Es geht eigentlich darum, dass wir das alles nur deswegen machen, weil wir, ich glaube, einen kranken Sohn haben, für das wir... Ach so, die Mordwaffe. Murder weapon. That letter T is pretty incriminating.
Ja, eventuell könnte das sein. Alter. Damn, he's heavy. What now? I guess I put him in my trunk. Ja. Das werde ich auf jeden Fall als erstes tun. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, wo ich jetzt die Mülltüten herbekomme. Wieso ist... Achso, ich dachte schon, die Tür wäre schon wieder offen. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner hinter meinen Rücken rein. Wo bin ich denn da? Da rum. Ja, aber ich bin da rüber gesprungen. Nu. Kann ich mit ihm auch? Ja, kein Thema. Okay. Fällt auch sicher niemanden auf, wenn ich jetzt hier gerade mit einer Leiche über der Schulter rüberlaufe. Das dauert auch wirklich sehr, sehr lange hier. Irgendwas mit Blut zeigt er mir auch an. Mein Truck ist da. Nimmt er das so an? Ja. No need to thank me. So, Frage. Hier bekomme ich keine... Achso, das ist nur, damit man wegfahren kann. Okay. Hier bekomme ich anscheinend keine Beutel. Das heißt, wir müssten das irgendwie anders machen, nehme ich an. Es gab da auch, meine ich, irgendeine Taste, die man drücken konnte. Aber wie gesagt... Oh. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Also, ich weiß es halt nicht mehr nach so langer Zeit. So, damit hier nicht jeder reinkommt, machen wir das erstmal so. Haben wir dich eigentlich schon durchsucht hier? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber auf jeden Fall auch nichts dran. Okay. Nun gut. Da ist noch irgendwas. Kann ich das öffnen? Nee, das kann ich so direkt machen. Kundenliste. Neue Verbrechensbeweise. Okay. Tyler owed him a lot of money. That's what their beef was about. Da tropft es gerade nicht ernsthaft von oben runter, oder? Ach, Mülleimer. Ah, ich glaube, ich habe es gefunden. Ich bin so doof. Ich habe das echt übersehen. Oh, Moment, was ist das? At least he didn't screw me over. Das ist also das Geld von meinem Auftraggeber, ja? So wie es aussieht. Also mein Geld, was er mir hinterlassen wollte. Nun gut. Das Problem ist, hier kommt natürlich immer mehr Blut jetzt rein, wenn ich hier... What the hell happened up there? Alter! Seems like our guy had another hobby. Ich würde sagen, die nehmen wir erstmal mit. I feel sorry for you, but if cops were to come sniffing around, I could get trouble. Wieso könnte er in Schwierigkeiten geraten, wenn er ja eigentlich nichts damit zu tun hat? Also, naja, ne? Aber mit dieser Leiche hier zumindest nichts zu tun hat. Sondern der, ja, ich sag mal, Inhaber der Wohnung. Schauen wir mal, bringen wir die auf jeden Fall erstmal weg. Das ist hier echt, ja gut, das war in dem ersten Teil, in dem Prolog auch so, dass man echt lange Wege hatte, um die Leichen teilweise ins Auto zu bringen. Wir buggen noch ein bisschen, aber ich glaube, wir werden gut verpackt. Now I'm dragging a dead girl to my car. But I have other people to look out for. Tja, was soll man dazu sagen, ne? So, hier sieht's auf jeden Fall recht gut aus. Das ist, glaube ich,
Naja, sehr dreckig ist es noch nicht, aber wir sollten es auf jeden Fall schon mal eben sauber machen. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Obwohl das Blut auf dem Boden ist jetzt... Ja, doch noch ein bisschen. Dass man nicht ganz so sieht. Oha. Aber dann muss das ja tatsächlich kurz vorher passiert sein. Wenn das jetzt nicht der Typ gewesen ist. Also der, die jetzt erschossen, der den Typ unten erschossen hat, hier, der mir den Auftrag gegeben hat, dann ist das schon krass hier. Hat er die da festgebunden? Das Schlimme ist ja, das Blut tropfte ja auch noch runter, ne? Also die hat sich anscheinend befreit. Wollte irgendwie nach unten kommen. Und das klappte dann nicht mehr. Nein, ach komm. Kannst du mir doch nicht antun. Machen wir das auch mal direkt sauber. So. Dann wollen wir mal gucken. Wir haben hier wieder Blut. Immer noch Blut. War hier nicht gerade irgendwo was? Moment. Da ist nur noch Wasser angezeigt. Hier oben ist anscheinend nichts mehr. Oh, außer Beweise. Da müssen wir mal gucken. My stomach's already in knots. Mhm. I should never have gotten involved with this. Ja. Looks like Rob was a real freak. Soll man dazu sagen? Hier scheint aber sonst nichts zu sein. Was haben wir denn hier? Wische das ganze Blut auf 55. Oha. Ich kenne mich ja null aus mit Drogen, aber das sieht mir doch sehr danach aus, weil das hier abseits ist und extra mit Beleuchtung, ne? Mit Beleuchtung gedingst es hier. Dass das irgendwelche. Eine Form hätte ich jetzt gesagt, Cannabis, aber wachsen die nach unten? Ich dachte mal, die wachsen so nach oben oder so. Oh, da hat einer wirklich seinen Spaß gehabt. Kann ich auch die Pflanzen mitnehmen? Things change from really, really bad to absolutely horrible. Hm. Nun gut, aber wir sind nicht hier, um das zu bewerten. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Using mop here is pretty much as ineffective as mopping around. Ja, ja, ja. Es funktioniert doch wunderbar. Was willst du eigentlich? Bis es dann natürlich voll ist. Genauso wie das jetzt auch schon wieder. Na gut, wir müssen auf jeden Fall das Ding mal hochholen, weil immer hier runterlaufen, das geht gar nicht. Oh, was haben wir hier? Why do psychos love classical music so much? Okay, jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ich mag klassische Musik eigentlich auch ganz gerne. Kommt ein bisschen drauf an, was es ist. Aber grundsätzlich eigentlich schon. So, das sieht mir doch auch schon schwer befleckt aus hier. Ist mir jetzt egal, ob ich da unterwegs eventuell was umwerfe. Wasser wird ja nicht so schlimm sein, das trocknet ja wieder.
Achso, ich dachte gerade schon. Okay. Entsorge die Leichen der Opfer. Ja, oben ist noch eins. Klar, werde den Müll los. Aber ansonsten... Alter! Ich sag doch, mir ist das egal. So, war das das Einzige? War hier hinten nicht auch Wasser? Ein Anschluss für Wasser? Habe ich das falsch gesehen? Na gut. Machen wir das hier vorne. So. Dann gucken wir mal eben. Die sind natürlich noch voll. Schwämmchen ist auch voll. Tja, was haben wir denn hier hinter noch? Gucken wir da mal kurz rein. Oha. Damn, she was just a student. Tja. Was soll man sagen, ne? Ein Beweis ist noch irgendwo übrig. Hier hinten ist auch noch. Oh je. Ich meine, sie ist auch ein Beweis, das ist mir schon klar, aber irgendwo. Ach da. That's very vintage. Just like me. Tja, ob er vintage ist, weiß ich nicht, aber. Kümmern wir uns erstmal hier drum. Tut mir leid, gute Dame, Sie müssen noch eine Weile da abhängen, weil ich muss erstmal alles sauber machen. Vorher kann ich deine Leiche leider nicht entsorgen. Und das alles? Jetzt habe ich das Gesicht auch nochmal mit abgewaschen. Aber ist ja nicht schlimm. So, Blut soll alles weg sein. Gut, der Müll ist noch nicht weg. Und wir müssen natürlich das Opfer irgendwie... Kann man das so einfach aufheben? Oh ja, entschuldige. Die Cops will find out what happened here. Sooner or later. This might lead them to Tyler. Tyler will surely lead them to me. Hm. Ich sag's mal so. Warum? Oder ist Tyler der Typ, der mir den Auftrag gegeben hat? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Der würde die dann natürlich irgendwann mal dahin führen. Tyler ist nicht der, der hier gewohnt hat, glaube ich, ne? Nun gut, aber wir sind ja schon gut fast fertig, sage ich mal. Wir müssen jetzt noch ein bisschen was einsammeln. Leichen haben wir anscheinend alle. That guy who killed you? Yeah. He'll be in the body bag right next to yours. Sorry. Tja. Immerhin ist er gekillt worden. Das ist ja auch schon mal was. Das sind keine Blutspuren hier, okay. Ich dachte nämlich zuerst schon... Moment, habe ich hier vorne irgendwo Müll? Außer, naja, außer das, was draußen ist, ne? Aber sonst glaube ich, hatte ich hier nichts. Hier, das sieht mir auch nicht danach aus, als ob hier irgendwas Kaputtes liegt. Das heißt, hier wäre dann so das Erste. Okay, dann sammeln wir nämlich mal den ganzen Kram hier eben mit auf. Das weiß ich noch, das habe ich ein bisschen gehasst in der Demo, dass da so viele Kleinteile waren, die man aber im Endeffekt alle mehr oder weniger einzeln anklicken musste. Das heißt mehr oder weniger, in der Regel alle einzeln. Can't pick up anything with a full bag. Ja, ist ja gut. Dann tue ich die Tüte schon mal... Ich würde sagen, hier in den Eingangsbereich. Zack. Die können wir ja auch bis zu 3 Tüten, glaube ich, ein bisschen vergrößern und zusammenziehen. Das finde ich wiederum gut, weil dann braucht man nicht so viele Einzeltüten mitzunehmen. Das ist natürlich jedes Mal immer Schlepperei, ne? So, was ist mit dem Pizzastück? Schmeißen wir weg. Interagiere. Zack. Ja, aber wenn er mir anzeigt, dass ich kein Blut mehr habe, dann denke ich mir mal, dass ich hier auch kein Blut mehr habe. Ort gesäubert. Okay, hier unten haben wir schon mal gesäubert. Das gilt, glaube ich, auch als Händlerwohnung hier. Hier
oben. Müllsack entsorgen, ist klar. Entsorge den... Und die blutigen Gemälde. Das hier ist aber doch kein Blut, oder? Obwohl das so aussieht. Er ist wahrscheinlich verrostet oder so. Das Wasser sollte ich vielleicht auch mal einpacken. Kann man das sauber machen? Na gut, okay. Ich bin mir zwar nicht sicher, warum ich das machen soll. Also die kaputt zu machen, meine ich. Also klar, wegen, weil ich die ja entsorgen muss. Aber warum ich die jetzt genau entsorgen... Ich gehe mal davon aus, dass das wohl mit dem Blut von den Opfern halt gemalt ist. Also eine sehr... eklig perverse Art und Weise, ja, zu malen. Auch wenn er damit halt Bilder gemalt hat, die aussehen wie von kleinen Kindern. Muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Sonst ist hier nichts, ne? Time for a bag swap. Och, Leute, ernsthaft. Muss ich jetzt auch mal eben... Wie viel muss ich denn noch machen? Das ist doch schon klein genug. Das geht auch nicht mehr. So. Das Problem ist, solche Teile machen den Müll halt sehr viel schneller voll. So, nehmen wir das noch. Da sind aber eigentlich doch noch Teile hintergefallen, oder nicht? Waren das nicht mehr als drei? Ja, natürlich. Oh! Die gehen nicht mehr in eine größere rein. Das war aber so schön in der Demo. Och, kommt, Leute. Echt jetzt? What a rotten luck. To end up having to cover up for a serial killer. Tja, und das noch ohne Bezahlung, ne? Das ist ja das Schlimmste eigentlich. Dachboden gesäubert, drei Müllsäcke entsorgen. Da sonst noch irgendwas? Ich hatte nur hier die beiden Säcke. Die verbinden sich echt nicht mehr. Finde ich jetzt aber doof. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich wirklich doof. Weil vorher war es halt so, dass man, ich glaube, bis zu drei von diesen kleineren Müllsäcken konnte man übereinander, also aufeinander quasi werfen, damit die verbunden sind. Wenn man das jetzt nicht mehr kann, finde ich das echt blöd. Kann man da eigentlich nicht irgendwie mal rausgehen? Warum klemmt das? Oder ist das das Ding, weshalb ich das hier aufbrechen konnte? Ach, so kann ich da durch. Ich muss schleichen. Ah, okay. Hier ist aber ansonsten nichts mehr. Ich könnte theoretisch darüber. Kann ich dann unten in die Wohnung einbrechen? Das würde mich ja mal interessieren. Moment, aber eins muss ich mal wissen. Hier. Ach so, hier könnte ich. Oh, hier kann ich ja auch noch runter. Dann bin ich hier. How could anyone even live here? I hate myself, but not today. Das ist ja... Leben hier Leute? Muss ich jetzt hier aufpassen? Ah. Cool. Gegen kleinen Nebenverdienst habe ich natürlich nichts. Was haben wir denn hier? Someone's lucky keys. Aha. Kann ich auch stehlen, okay. Ich denke mal, das sind so kleine Goodies. Ehrlich gesagt, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber bei dieser Villa glaube ich nicht, dass sowas gewesen ist.
Das kann man alles aufheben, schlagen. Die Frage, bringt mir das was? Ich könnte hier theoretisch was aufschneiden. That's probably somebody's entire savings. Sehr schön. Aber ganz ehrlich, das sieht so aus, als ob hier früher mal jemand drin gewohnt hat, ne? Also heute nicht mehr. Ist auch dunkel. Oh, das ist jetzt hier. Ach, da hätte ich so auch reingekonnt. Ah. Ja, cool. Ist aber trotzdem geil, sowas zu sehen. Da können wir dann wieder hoch. Die Frage ist, können wir das Ding bewegen, dass wir da runterkommen? Weil wir können ja von außen theoretisch das Ding aufschlagen, oder? Komme ich da irgendwie rüber? Oh, ich will jetzt nicht hier runterfallen. Wenn ich darüber springe, bin ich wahrscheinlich tot, oder? Oh, Moment, nein. Das geht. This piece of junk still operational? Ich weiß es nicht, aber ich bin hier gerade so fasziniert davon, was alles geht. Da ist ein Buch. Alter. Ist das geil. Ja, das ist eine andere Wohnung. Ich hoffe, da wohnt keiner mehr, weil die Dings laufen noch, ne? Nee, das war ducken. It's like I'm sneaking into somebody's dream. Ne? Geheimnis entdeckt. Oh, was ist das denn? Neuer Story-Gegenstand. Oracle 7. Epitaph of a good friend. Können wir einsammeln. Das ist immer gut, auch wenn ich nicht verstehe, was es ist. Walkman? Gut, können wir sowieso nichts mit anfangen. Was ist das denn? Rosen sind rot, genau wie mein Blut. Jetzt bin ich sauber und nüchtern, aber mein Vater ist immer noch ein Arschloch. Ganz sicher toll. Ich kann mich nicht auf ihn verlassen oder irgendjemanden sonst. Niemand versteht mich wie meine toten Mädchen. It's like some poet said. Man is the most soulful predator on earth. Okay, den kann ich stehlen. Oh, wie geil. Kann ich das Klopapier auch mitnehmen? Vielleicht bringt mir das ja was. Das kann ich aber... das kann ich mitnehmen. Okay. Hier ist nichts drunter, nehme ich mal an. Nee, kann man auch nichts öffnen. This is not the way. Na gut, ja, was heißt der richtige Weg, ne? Es ist auch nicht so der richtige Weg, wie wir reingekommen sind, sagen wir es mal so. Jetzt komme ich nicht mal hoch. Ist das cool? Ich will aber jetzt nach oben. Ah, jetzt geht er automatisch nach oben, okay. Kann nur hoch, runter wahrscheinlich. Ja, aber das ist ja richtig, richtig cool. Also das haben wir natürlich in der Demo jetzt nicht erlebt bisher. Nicht da runterspringen. Was? Ach so, schlage. Ich habe gerade Stele gelesen. Okay, aber wir müssen ja noch die, also das Wasser mitnehmen und die, wobei ich glaube, das nimmt er automatisch mit, und die Müllsäcke entsorgen. Wasser ist hier oben, das heißt, nee, das war so verfleckt. Genau, das heißt, hier ist der andere Müllsack, den ich noch suche. Wie kriege ich das denn jetzt überhaupt wieder rein? Drehen, Wurf, Sammle. Mit E. Nee, halten. Hä? Wische das Ganze... Hä? Hab ich jetzt hier wieder Blut reingemacht, indem ich das eingesammelt habe? Seid ihr doof? Alle Aufgaben erledigt. Naja, gut, okay. Keine Ahnung, warum ich dann Blut verstreue, wenn ich das einsammle. Aber gut. Türen zumachen oder so muss ich ja eigentlich nicht, ne? Ich habe ja zumindest laut dem Ding alles erledigt soweit.
Ist ja okay. Ich kann die Tür nicht öffnen, wenn ich was in der Hand habe. Alles gut. Ich denke mal, hier wird keiner irgendwo Geld verloren haben. Also, Memo an mich. Wenn wir ein Mehrfamilienhaus haben, könnte es unter Umständen sein, dass wir in andere Zimmer reinkommen können. Das war aber irgendwie jetzt cool. Es war auch tatsächlich mal was, was wir vorher noch nicht hatten. Da konnten wir sowieso nicht rein. Ja, hier hatten wir ja auch so ein bisschen nachgeguckt, ne? Schwuppdiwupp. Ich mach das schon mal hier draußen hin. Zack. Und die Tür zu. Kommt natürlich keiner rein. So. Ich weiß nicht, ob da überhaupt einer drauf achten würde, wenn hier irgendwelche Gläser kaputt sind oder so. Keine Ahnung. Und bam. Dieses Geräusch ist immer irgendwie eklig, weil man sich davor erschreckt, wenn man nicht dran denkt. So. Machen wir uns noch schnell den letzten Sack und dann sind wir hier auch schon durch. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema hier gewesen heute. Also wie gesagt, auch wegen den Sachen, die wir dann hier noch gefunden haben zwischendurch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war eigentlich mehr so, können wir ja mal probieren, ne? Mehr war das eigentlich gar nicht, aber richtig cool, dass das funktioniert. Verlassen Sie den Tatort. Keine Aufgaben mehr an diesem Ort. Ja, dann verlassen wir doch mal. Ja. Ja. So, falscher Anruf. Warum das jetzt falscher Anruf war, keine Ahnung, aber wir haben eine hundertprozentige Täuschung. Also das hat, glaube ich, mit den Beweisen zu tun oder so. Beziehungsweise eine Mischung aus der Reinigung und der Beweise und wahrscheinlich auch noch der Leichen. Perfekte Punktzahl, wunderbar. Und waren sogar noch schneller unterwegs als in der Demo, wenn ich mich richtig erinnere. Allerdings war das natürlich auch ein komplett anderer Tatort. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir genau hier erstmal einen kleinen Cut. Wie gesagt, alle, die sich dann Teil 1 noch ansehen möchten, ja, können sich dann gerne die Demo ansehen. Warum auch immer das jetzt, ja, angerechnet. Ich meine, ich finde es gut, wenn es angerechnet wurde. Dann haben wir ja natürlich auch noch Geld und so weiter. Ich fand es nur halt jetzt insofern ein bisschen blöd. Wie gesagt, es ist schon eine Weile her, dass wir die Demo gespielt hatten. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich jetzt wie drücken musste, um irgendetwas zu aktivieren. Deswegen, ja, war das für mich am Anfang ein bisschen blöd. Ich wusste gar nicht mehr, was das war mit dem Mülleimer. Ich habe es aber dann letztendlich ja doch nochmal gesehen. Also, ich hätte es auch so sehen können, aber ich habe irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Keine Ahnung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das ja alles in allem gefunden habt. Wie ihr es jetzt gefunden habt, dass man, wenn man die Demo gespielt hat, quasi einfach weiterspielt. Finde ich gut, wenn man die kurz vorher gespielt hat, aber finde ich jetzt nicht so toll, sage ich mal. Ja, wenn es halt schon länger her ist, dann hätte ich das zumindest schon ganz gut gefunden, wenn da nochmal irgendwo stehen würde nach dem Motto, ich muss einen Schwamm benutzen, drücke Tab-Taste oder sowas. Nur nochmal so kurz als Auffrischung, das wäre ganz gut gewesen. Aber ansonsten, den Fall an sich fand ich mal wieder nicht schlecht. Hatte auch mal wieder, ja, eine kleine, ja, Pointe ist das falsche Wort, ich komme gar nicht auf das Wort, dass ich einen kleinen Wendepunkt insgesamt in der Story, weil wir dann ja doch noch mehr gefunden hatten, als wir eigentlich erwartet hatten. Und nochmal auf der anderen Seite die Sache, dass man auch in andere Ecken und Enden und andere Wohnungen rein konnte. Das fand ich ziemlich cool. Und ja, da haben wir auf jeden Fall noch gut Geld bekommen. Vor allen Dingen unten war, glaube ich, irgendwas Goldenes. Ich weiß nicht mal, was es war. Das hat dann auch nochmal 70 oder so gegeben oder 170. Also auf jeden Fall alles in allem haben wir da auch nochmal gut Geld bekommen, finde ich. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da und einen Kommentar da. Das hilft mir auf jeden Fall sehr weiter, weil, wie ihr wisst, kleinere Kanäle nicht wirklich angezeigt werden und nicht wirklich vorgeschlagen werden bei YouTube, sondern nur die Kanäle, die halt von Anfang an schon dabei waren und von Anfang an schon viele Abonnenten hatten, so
größere Kanäle mit 1,5 Millionen oder ne, irgendwas in der Richtung oder vielleicht auch ab 100.000. Ich weiß nicht, wo es dann anfängt. Deswegen, jeder einzelne Kommentar von euch hilft mir, jedes einzelne Like hilft mir und natürlich hilft mir auch jedes Abo von euch. Dankeschön für all das, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.